Rund 8 Minuten, das ist das Ziel eines jeden Piloten, der in der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring vorne mit dabei sein will. Rund 8 Minuten für eine über 25 Kilometer lange Achterbahnfahrt, die auf jedem Meter an Mensch und Material zehrt. Achterlauf zur VLN Langstreckenmeisterschaft 2012. Vorletzter Einsatz am Nürburgring für den Falken Porsche in dieser Saison. Neben der festen Größe Wolf Hensler hat sich mit Marco Mappelli ein VLN-Rookie hinzugesellt. 4. Startplatz, beste Voraussetzungen für das Rennen. Erneut tritt eine starke Konkurrenz an, die es den beiden Falkenpiloten nicht einfach machen will. Nach der Einführungsrunde sortiert sich die Spitze neu. Wolf Hensler kann die Gunst der Stunde nutzen und einen Platz gut machen. Starke Gegner in Front- und in Verfolgerposition hinter ihm. Die Langstrecke erneut stark besetzt mit Fahrern von Rang und Namen. Die folgenden Runden zeigen erneut, dass sich die Langstreckenrennen auf der Nordschleife zu reinen Sprints entwickelt haben. Längst rechnet man nicht mehr in Minuten, sondern in Sekunden. Wolf Hensler kann das Tempo der Spitze mitgehen. An der physikalischen Grenze des Porsche und seiner Reifen zeigt er, was in dieser Kombination steckt. Boxenstopp. Hensler räumt seinen Arbeitsplatz, Mappelli übernimmt das Steuer, bringt den Porsche zurück auf die Strecke. Auch wenn der schnelle Italiener in der Langstreckenmeisterschaft noch keine Spuren hinterlassen konnte, ist sein Stint eine starke Darbietung seines Talents. Schnell findet er sich im Dickicht der zu überrundenden Fahrzeuge zurecht und lernt so in kurzer Zeit die besonderen Gepflogenheiten eines Langstreckenrennens auf der Nürburgring-Nordschleife. Ah, the pace was pretty good. It's my first time here with this car, which is a big difference compared to Carrera Cup from last year. Mappelli gibt den Porsche nach seinem Turn ohne einen Kratzer an Wolf Hensler zurück. Der spult erneut Kilometer um Kilometer ab, ohne nachzulassen. Und fährt so einen stark umkämpften 5. Gesamtrang ins Ziel. Wir konnten nicht ganz die Pace mitgehen von den Audis vorne, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Das Team hat einen guten Job gemacht, unsere Boxenstopp waren gut und hat eigentlich alles gut funktioniert. Nun folgt erst einmal eine längere Pause für Falken Motorsports. Erst beim 10. Lauf geht es zurück an den Ring. Ein letzter Angriff in diesem Jahr. Ein letztes Mal alles versuchen, um den 8 Minuten so nah wie möglich zu kommen. Falken High Performance Tires. Vom Rennsport auf die Straße.